Hallo, Club of Heinz, Leute, ich brauche eure Hilfe. Ja, ich hatte letzte Woche keine Auftritte, aber viel Zeit, mich halt damit zu beschäftigen, wie es weitergeht. Und 2025, also noch in weiter Zukunft, soll es ein neues Programm geben. Es geht um das Lachen, die Kraft des Lachens. Und ich möchte da aus meiner Sicht als Mediziner bzw. Arzt einfach mal gucken, was da so möglich ist und dann wirklich die knallerbesten Nummern spielen, über die im Laufe meiner Karriere am meisten gelacht worden ist. Ich bin dann auch schon 30 Jahre dabei. Ja, und jetzt meine Bitte an euch. Jetzt kommen hier verschiedene Plakate mit verschiedenen Titeln, die das irgendwie optimal rüberbringen sollen. Ja, welchen findet ihr am lustigsten, welchen am besten? Und das ist eigentlich alles scheißegal. Am wichtigsten ist, zu welchem würdet ihr hingehen? Welcher macht euch heiß auf Heinz? Ungeahnte Folgen der Cannabis-Legalisierung. In Berlin hat sich ein Lehrer, nachdem sein Joint ausgebrannt war, krankschreiben lassen wegen Burnout. Sommerliche Temperaturen, schon Anfang April über 30 Grad. Fazit: Es wird immer früher angegrillt. Im April die Würstchen, im Juli dann die Menschen. Ein kleines Gedicht. Mein persönlicher Bahnfrust. Nach dem gemeldeten Milliardenverlust habe ich herausgefunden, mein Sohn hat auf meine Nachfrage nicht mal gewusst, dass ein Zug pünktlich kommen könnte. Er hat dafür nach Italien in den Urlaub gemusst, um herauszufinden, dass dort dann und wann diese theoretische Möglichkeit tatsächlich Wirklichkeit werden kann. Meistens jeden Tag. Dann hier noch außerhalb der Konkurrenz. Sonntag wurde Gerhard Schröder 80 und kein bisschen weise und auch kein bisschen leise. Er steht weiter lautstark zu seinem Kumpel Putin. Da hat wohl einer mehr als eine Flasche Bier zu viel geholt. Wie immer, vielen Dank für eure Hilfe. Toll, dass ihr bei dem Scheiß hier immer mitmacht. Und bleibt mir gewogen.